Es geht los. Den ganzen Abend gab es nur ein Motto. Let's work together. Herzlich willkommen bei Kunos. Und wir sind fast am Ende angelangt bei einem super Stadtparkkonzert. Und es ist also an der Zeit, euch zu begrüßen. Ihr seht, es sind nur Verrückte um mich. Es ist nämlich das Torfrock-Konzert. Und es ist schon eine ganze Menge los gewesen heute, bevor es im Moment zu diesem Punkt gekommen ist. Also, ihr werdet alles erleben. Together, together, together. Die neue LP Rockerkuddel, ich habe sie mir reingezogen und bin ganz begeistert. Und begeistert bin ich auch von einer Ballade, von einer plattdütschen Ballade. Ich kann hören, deren. Ist das eigentlich deine erste Ballade, die du machst, oder hast du schon mehrere Balladen gemacht? Nee, wir hatten zum Beispiel deren Gute Nacht, hatten wir auf der LP vorher gebracht. Und stimmt, das sind die beiden. Ne? Liebst die beiden du eigentlich inzwischen diese Balladen? Habe ich schon immer. Nur wir haben uns jetzt, wir können uns ja etwas jetzt mehr erlauben, Gott sei Dank, weil die Fans auch also von uns mehr hören wollen. Wir haben früher nur Kneipen-Klamauk-Rock gemacht und heute machen wir, also wir bleiben zwar immer optimistisch, aber das ist nicht immer nur Klamauk, das ist auch Satire und humorvoll. Aber immer noch Rock, den man in der Kneipe hören und, kann, nicht? Ja. Ich kann hören, denn ich finde ihn wunderschön. Danke. Wird sowas eigentlich auch mal als Single, kann man eigentlich damit Torfrock auch mal nach draußen hin vertreten? Ich finde schon, das müssen jetzt noch andere finden, ne? So Marketing und wie das Cheat erzählt. Ne? Ja. Hast du den eigentlich im Ursprung in Plattdeutsch gemacht oder überlegst du das erst in Hochdeutsch oder nee. Fällt es dir also, einfach so ein, wie nee. Das kommt? Also gerade so, sagen wir mal, ein Liebeslied ist das, ja? Ne? Ja. Das mache ich eigentlich lieber auf Platt erzählen. Weil ja. Das klingt dann, auf Platt klingt das nicht so platt. Ein Titel von unserer neuen LP, die es nur gibt, zum Beispiel ein Stunt, aber davon wollte ich ja gar nicht anfangen wieder. Ich kann hören, deren. Ich kann hören. Also ich sag ja, Torfrock ist allmählich eine Mischung aus ein Drittel beinhart abrocken und, nee, zwei Drittel beinhart abrocken und ein Drittel knutschen und nachdenken. Also gut, wollen wir ein bisschen knutschen heute Abend. Wir? Ich habe jetzt gerade gelesen und gehört, ihr habt ein eigenes Studio jetzt. Ja, seit einem Jahr eigentlich. Wie wir dazu gekommen sind, das ist auch eine heiße Story. Und wie ist die Story? Wir haben so ungefähr, Stefan, was unser Cheftechniker ist, ne, der ist ja auch die gute Seele bei uns im Übungsraum, damit wir nicht ganz versumpfen und im Siff ersticken. Also er ist so eine Mischung aus Übervater und Heimvater und sowas. Und er meinte so vor gutem Jahr, pass mal auf, Männer, wir sollten mal langsam so hinter den Verstärker mal gucken, was da so sich für Biotope aufgebaut haben und mal ein bisschen aufräumen. Er meinte aufräumen, Biotope gucken. Haben wir dann auch gemacht. Wurde eine recht langwierige Sache und ich sag dir eins, da sind leere Flaschen. 19 Jahre Arbeit, leere Flaschen, überall versteckt zusammengekommen, containerweise, dass wir uns im Prinzip, und das ist eigentlich der Knaller einer Story, vom Pfandgeld, dieser Aufräumaktion, locker haben das Studio kaufen können. Ja, und wieder eine neue Anekdote von Torfrock. Raimund, ja. Wir trinken den Met, bis keiner mehr steht. Wie lange willst du das noch durchhalten? So lange wie der Internist, doch das geht noch. Ja.
Mal wissen, auf welcher Party die Jungs denn hier sind. Ja. Eine Frage mal, wer spielt heute? Dobrock! Danke! Sing mit, ich will hören, ob du den Text kannst. Auf dem Kutter? Nö. Aber saufen kann man trotzdem. Ja! Danke! Ich will von dir mal wissen, wer spielt denn hier heute? Torfrock? Tatsächlich? Ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Torfrock, ja. Und, gefällt's dir? Ja. So, trink mal ein bisschen hier. Wir trinken den Mehl, bis keiner mehr steht. Jungs, danke! Raimond, neue LP, neue Titel, sehr, sehr schön. Du hauptsächlich Musik gemacht. Mhm. Arbeitest du eigentlich alleine die Musik aus? Dann sagst du, Klaus und Texte mal, oder sitzt ihr zusammen im Badezimmer oder wo immer auch und überlegt, was können wir tun? Nee, wir machen das eigentlich so, dass wir die Stücke, also das Grundmaterial, zusammen erarbeiten, sprich mit der Gitarre, Blockflöte. Und dann gehen wir beide, wir haben so auf dem Lande so einen alten Zirkuswagen stehen, ne, da verkriechen wir uns denn. Also das ist also Tatsache? Ja, das ist wahr. Das ist unser Refugium dafür. Und dann, wenn wir dann so, sagen wir mal, so die Akkordlinie haben und eine Melodie, und meistens hat er den Text auch schon. Also das geht eigentlich immer Hand in Hand, das war ja die Frage. Mhm. Also wir haben selten den Fall, dass die Musik vorher da ist und dann wird der Text aufgeschrieben. Das kommt auch vor. Aber so die Arbeitsweise ist eigentlich, wir setzen eine uns Zeile hin. Ist schon da, irgendwie ja, eine Zeile. Ja, eine ne? Idee, eine ja. Grundidee. Was mich überrascht, du sagst das eben Flöte. Mhm. Gitarre und Flöte als Grundinstrumente. Braucht Klaus denn die Flöte zur Inspiration? Nee, ich. Ich mach das so gerne. Hast du auch vielleicht mal, dann, wie du mir erzählt hast, die Platte gehört, da ist ein ganzes Flötenstück mit drauf. Ja, wunderbar. Darauf bin ich unheimlich stolz, dass ich den alten hab da breit labern können, weil es ist ja göttlich geworden. Und ich meine, so Flöte ist für mich Rattenfänger-Instrument. Das ist ein Earcatcher, wie der Ami so sagt. Oder weißt du, das ist ein Verführer. Das ist ein Instrument aus einer anderen Welt.
präsentiert. Ein Torfrock im Stadtpark. Und einmal muss ich mal auf den Technikerturm und zu Stefan gehen. Stefan ist nämlich derjenige, der für den Sound zuständig ist. Hallo Stefan, wir haben den Soundcheck hinter uns und du hast alles schön genau eingestellt. Bist du eigentlich sicher, wenn die Party richtig losgeht, dass dann deine Regeln noch die richtige Einstellung haben? Ich hoffe es, dass das noch so seinen Fall hat, aber ich denke schon, dass wir das so hinkriegen, wie es mal war und wie ich es kenne, wie es seit 20 Jahren kenne. Also musst du noch reichlich nachziehen oder wegziehen heute Abend? Ja, ein bisschen nach Regeln und dann kriegen wir den richtigen torfigen Sound hin. Es klingt dann nach Torf. Herzlich willkommen bei Kunos, ihr Lieben. Ihr habt also schon alles mitgekriegt, Torfrock heute. Und bevor es jetzt soweit ist, ist auch schon was passiert. Der Traum eines jeden jungen Schlagzeuger zu sein. Und ich habe hier Gunnar neben mir stehen, der es geschafft hat. Wie lange bist du schon Schlagzeuger bei Torfrock? 19 Jahre. Creedence Clearwater sagte mir beim Interview, das Wichtigste in einer Gruppe ist Bass, Schlagzeug, die Bassline, unten das Fundament. Würdest du es auch so sehen? Wie wichtig schätzt du dich ein bei Torfrock? Nicht mehr oder nicht weniger wichtig als jeden anderen Musiker auch. Was nützt Bass und Schlagzeug, wenn du niemanden hast, der anständige Melodien schreibt? Ja, stimmt auch. Und Raimund, Gitarrist? Für mich einer der Größten, ja. Das ist ohne weiteres. Und auch, wie man schon erwähnt hat, ein verkanntes Genie auch irgendwo. So ein bisschen, das ist also, er müsste einen anderen Status haben, sagen wir mal, den eines Lindenbergs oder eines Grünemeyers oder so. Also von der musikalischen Seite her. Ja, jetzt. Ja. Zusammen mit Klaus macht er die meisten Titel. Hast du auch schon mal einen Titel geschrieben? Nein, ich kann das nicht, und ich versuche das auch gar nicht. Das ist. Was würdest du sein wollen, wenn du nicht Schlagzeuger wärst und wenn du nicht bei Torfrock wärst? Also mein Traum war, ist immer gewesen, Tierarzt. Danke! Vorstellen, dass du der jüngste Torfrock-Fan bist? Nein. Nein? Meinst du, dass es noch welche gibt, die jünger sind als du? Ja. Ist er jünger als du? Nein. Ist das dein Bruder? Nein. Dein Freund? Ja. Ah, und seid ihr schon verlobt, ihr zwei? Ja. Aber du hast Spaß an Torfrock, ne? Ja. Und deine Eltern, sind die mit? Ja. Wo sind denn deine Eltern? Das sind die Eltern. Und wie lange kennen die Eltern schon Torfrock? Das ist schon nicht mehr wahr. Von Anfang an, so ziemlich? Ziemlich, ja. Glaub ja. Von Anfang an. Auch schon, als sie noch nicht da waren? Schon sehr viel vorher, waren, ja. 100 Jahre vorher. Also die Torfrocker sind ja international, zweisprachig, Hochdeutsch und Plattdeutsch. Und jetzt haben sie auch noch einen Limey dabei. Limey war früher im Starclub der Ausdruck für Engländer, für englischer Musiker.
Nick, hello, Nick. You are the new guy in the group, is that correct? That is completely correct. What kind of music you start wow, with? What kind of music do I start with? Jazz. A real good jazz, yeah. This is good for percussionists, yeah. It's modern jazz, not traditional jazz. Yeah. And now you make tough rock music. Yes, I do, yeah. Tough rock jazz. Du wechselst also im Laufe des Abends die Gitarren. Das öfter, ja. Tust du das nur wegen des Sounds oder weil jedes Stück auch seine eigene Art hat, Gitarre zu... Es geht um Stimmung. Die sind, wie gesagt, die ist zum Beispiel in D gestimmt. Die Gitarren, Mandoline ist in A gestimmt. Mhm. Und dieses eine... 0190 250 250. Die...